Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World of Minecraft. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin hier gerade mitten im Nix so irgendwie. Hier unten sieht man schön die ganzen Chunks irgendwie unter dem Eis. Eine riesige Eisfläche. Da oben ist so eine Schleiminsel. Ja, es ist ein paar Tage her, um genau zu sein, so 4 oder 5 oder 6 oder so. Also fast eine Woche, dass ich nicht mehr aufgenommen habe. Und das liegt daran, das habt ihr in der letzten Folge gesehen, dass ich nicht mehr auf den Server gekommen bin. Das hat den einfachen Grund, dass, ich leider mich verflogen habe sozusagen. Ich bin so weit geflogen, dass, irgendwie leider das Ganze ein bisschen abgebrochen ist. Das hatte einfach den Grund, ja, dieser Internal Server Error, der dann überall kam, der hatte den Grund, dass irgendein Chunkfehler da war oder wie auch immer. Jedenfalls, der gute Sparbootboy hatte das auch schon ein paar Mal. Der hat das dann auch für mich behoben. Danke, herzlichen Dank nochmal dafür. Denn dann sonst hätte ich hier nicht so bald weitermachen können. Er hat ihn leider nur beheben können, indem er meine ganzen Spielerdaten gelöscht hat. Zum Glück sind meine ganzen Morphs alle noch da. Das ist schon mal sehr beruhigend. Die Hüte sind auch noch alle da. Allerdings, mein Inventar ist halt weg gewesen. Er hat mir ein paar Sachen wiedergegeben, das war sehr nett, aber ich habe mich jetzt trotzdem auf die neue Suchetour nach den Dingsterbumster, ja, wie hießen sie eigentlich, ne? Habe ich jetzt einfach gedacht, nee, ich nehme jetzt nicht so viel mit, sondern einfach nur ein bisschen. Ich habe allerdings nochmal schnell nachgeguckt, weil ich hier, Moment, das können wir hier mal so am besten sehen, weil ich hier, doch recht weit herumgekommen bin im Laufe meiner Suche. Bin ich doch eine ganze Weile hier rumgeflogen, ja. Hier unten war nur das letzte Mal und da ist unser Spiel dann abgekackt. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Da wollte ich mal gucken, in was für Biomen diese Bäume denn vorkommen. Die Rowan Saplings, ihr erinnert euch vielleicht, ne? Wir brauchen ja die Rowan Saplings. Und da ich das leider nicht so gut rausgefunden hatte, habe ich dann einfach mal geguckt. Und was sich so ergeben hat, war, dass diese Rowan Saplings wohl erst aus einer Fusion von irgendwelchen Sachen entstehen. Das heißt, ich müsste theoretisch jetzt erstmal, so jetzt ist mein Inventar voll, diese ganzen Stencils, ich weiß nicht, was ich damit mache, ich lasse sie aber mal hier erstmal. Was ist das denn? Ja, jedenfalls, die müssen wir wohl erst fusionieren irgendwie. Und das werde ich jetzt also tun. Das heißt, ich fliege jetzt zurück nach Hause. Habe ja ein paar tolle Sachen hier gefunden. Und hier schöne Regionen auch gesehen. Hier diese fetten Vulkanregionen, die sind schon ganz geil. Ich hoffe jetzt, dass wir keinen Error mehr kriegen. Ich habe extra wenig mitgenommen. Ich habe ein neues Schwert, leider nur aus Stahl diesmal. Nicht mehr aus Manilium. Und habe nur so ein bisschen Füllefanzeit mitgenommen. Und ich habe unterwegs hier so einen tollen Paintbrush gefunden. Keine Ahnung, was man damit macht. Aber das werden wir vielleicht auch nochmal rausfinden. Den habe ich in so einem Hexenzirkel gefunden und den nehme ich mal hier. Guck, na, das ist doch auch cool hier. Einfach so ein fettes Loch. Sieht fast aus, als ob da irgendein Meteorit eingeschlagen wäre. Oh, da unten, was haben wir da noch? Da haben wir auch noch irgendein Gravel Ore. Das könnte Copper Gravel Ore sein. Das nehmen wir dann auch mal mit. So. Ja, solange hier keiner kommt, der uns umhaut. Wie zum Beispiel irgendein Skelett oder ein Creeper oder ähnliches, ist das ja hier recht entspannt. Ja, ein paar Kakaobohnen habe ich unterwegs auch gefunden. Da war ein Dschungel, den habe ich mir dann mal geschnappt. Ach, hier hat auch jemand der Gebiet abgesteckt. Ich weiß gar nicht, welches Team das ist, weil von diesem Team habe ich noch keine einzige Folge gesehen. Ich weiß nicht, ob die überhaupt aktiv sind, weil hier, toll, ist ein Kobbelrahmen, aber sonst ist hier irgendwie gar nichts. Oh, so ein leckerer brauner Teich. Ah, doch, da unten ist noch was. Da ist ein Abstieg. Okay, das heißt also, irgendwie haben sie hier wohl doch irgendwas gemacht. Da unten sieht man auch ein fettes Haus außerhalb vom Gebiet anscheinend. Okay. Hier auch irgendwas außerhalb vom Gebiet. Und hier geht es auch nochmal runter. Interessant, was die sich da alles gebaut haben. Ich muss nochmal gucken, wer in dem Team alles drin ist. Damit ich da mal sehe, ob die auch tatsächlich mal eine Folge hochgeladen haben, die ich dann mal gucken könnte. Ja, auf jeden Fall war es natürlich sehr unschön, dass ich da dieses Problem hatte und dass ich das erst jetzt rausgekriegt habe, wie das hinhaut. Oh, jetzt sollte ich mal ein Brot essen. Na, jetzt ist zu spät. So, erstmal zwei Kiwis. Ja, ein paar Kiwis habe ich jetzt auch unterwegs geerntet. Die habe ich mal mitgenommen. Die könnten wir ja jetzt auch gebrauchen.
Und dann werde ich jetzt mal gucken, wie das jetzt hier abläuft mit dem Gravel-Zeugs und so. Ah, da ist der Hexenzirkel, den hat ja Gameboy damals gefunden, glaube ich. Ich glaube, Gameboy hatte den gefunden. Und auseinandergepflückt. Weiß ich gar nicht, was er mit den Steinen gemacht hat. Die müsste er ja irgendwie eigentlich noch daher haben. So, hier unten sehen wir, ach Mensch, hier unser noch unser allererstes Feld. Das gibt's ja gar nicht. Das allererste Feld noch. Und hier die ganzen anderen Sachen, so Bäume, dies, das. Ja, das lebt doch ganz gut hier. Und was haben wir hier? Hier ist irgendwas. Ach, eine Spinne. Eine Spinne ist hier. Ja, ich kümmere mich ja schon um dich. Kleine Spinne. So, die Spinnenauge und so würde ich eigentlich ganz gerne aufsammeln, aber naja, jetzt nicht. Nicht so wichtig. Also, nee, ich gehe mal hier rum. Flupp. So, und dann packen wir doch erstmal hier das Copper Gravel Ore rein. Und hier packen wir dann ein bisschen Holzkohle rein. So. Ich muss draußen dann ein paar Bäume anpflanzen. Vor allem die Birken. Hier die Lungen und das Ding kommt erstmal rein. Was haben wir noch an Essen? Was haben wir noch an Essen? Hatte ich noch nicht irgendwas noch zu essen? Hier Kakaobohnen. Die kann ich erstmal hier reinlagern. Und der Rest kommt dann wahrscheinlich erstmal nach unten. So. Das sieht gut aus. Da können wir jetzt endlich mal. Oh, da können wir dann endlich mal den Busch drauf pflanzen, den anderen, den wir noch haben. Das wäre schon mal ganz schön. Wäre ich schon mal hier. Aua. Schon mal hier mitnehmen. So, Aluminium Gravel Ore haben wir nochmal eingesackt. Aluminium Ore? Ach, Aluminium. Ach, das ist Aluminium Ore gewesen. Ups, das war gar kein Gravel Ore. Ups. So, hier ist nichts drin. Was brauche ich denn noch? Was wollte ich denn machen? Ich muss die Sachen hier irgendwo einlagern. Hier, Federn. Hühnchen kommt nach oben. Ach, habe ich schon wieder Fleisch vergessen. Dann hier Knochen. Und haben wir noch irgendwas? Gunpowder. Gunpowder. Achso, ich wollte mir eigentlich hier für meine Barrett muss ich mir noch. Die Barrett hat er mir ja auch gegeben. Da muss ich mir jetzt aber für dann erstmal noch ein bisschen was holen. Und sonst so? Was muss ich hier sonst so einlagern? Weiß ich jetzt gerade nicht. Moste und brauche ich jetzt gerade auch nicht. Hier haben wir ach, einen Eimer. Ja, ich wollte mal dieses schwarze Zeug mir holen und gucken, was da drin ist. Das ist Holz. Da kommt Holz rein. Schmelzerei-Utensilien, Legierungen. Nee, da brauche ich jetzt erstmal nichts drüben. Aha, das können wir noch schnell hier. Und das hier. Also, ach ja, Holz aller Art. Konnte ich hier ablagern, wenn ich wollte. Das könnte ich aber auch genauso gut erstmal zersägen. In der Sägemühle. Lasse ich aber jetzt erstmal. Das machen wir später. Birkenholz. Packen wir hier unten. Hier unten packen wir mal die besonderen hin. So Amaranth Wood und sowas. Rubber Wood packen wir da hin. Hier packen wir das Amaranth Wood hin. Das nehme ich mit nach oben. Das brauche ich oben. Und die Kiwi packen wir mal hier rein. Kiwi. Kiwi, Kiwi. Ja, ich habe ja jetzt ein paar Kiwi-Saplings. Das heißt, wir können uns ein paar kleine Kiwis basteln. Und dann hole ich mir auch gleich meine ganze Ausrüstung zurück wieder, die ich hier gelagert habe. Das muss raus, das muss rein. So ungefähr. Dann kommt das Gold hier hin. Und hier ist Aluminium-Dust noch. Okay. Nehmen wir auch gleich mit. Ach, hier habe ich noch die Heuballen. Ja, ich muss hier gerade ein bisschen überlegen. Ja, er hat mir auch noch ein paar. Ja, so ein paar XP-Bottles gegeben, damit ich mich wieder zurück auf die Level bringen kann, die ich hatte. Das ist auch sehr nett. Das werde ich dann auch irgendwann tun. So, hier Jacaranda Wood hier. Das müssen wir alles mal ein bisschen. Habe ich noch Jungle Wood, Dead Wood. Ja. Müssen wir alles mal gucken, wie das hier so von sich geht. Achso, ich muss mir noch ein paar Fackeln vielleicht mal machen. So, wo ist ein bisschen Kohle? Ah, ich nehme mal die Holzkohle von hier. Ach hier, guck mal, Aluminium Nuggets haben wir noch. Ja, dann machen wir uns mal ein paar Fackeln. Ne? So, das da wieder rein. Zack. Und ja. Ich muss erstmal schlafen. Ja, damit ich, falls ich sterbe, auch hier spawne, weil ich weiß nicht, ob das denn so funktioniert, wie es funktionieren tut. Ah, ich hab was vergessen, was er mir hätte geben müssen. Verdammt. Ein Herzcontainer. Den habe ich noch nicht. So, das alles erstmal wieder einsacken. Die ganzen Sachen brauche ich ja jetzt. Hier mein Clever, dann packen wir das Stahl-Ding da oben rein. Ist irgendwo ein Enderman am Rumtouren. Weiß ich nicht, was der macht. So, den Hammer hier. Ja, packen wir mal hier hin so. Diamanthacke, die packen wir auch erstmal hier oben rein. Obwohl, nee, damit brauchen wir Obsidian. Ach, wir brauchen kein Obsidian jetzt.
Wenn, dann kann ich das immer noch holen. Hier, außerdem, ach, wir haben ja die Stahlhacke. Meine Güte, haben doch alles. Wir haben noch alles da. Und hier das Copper Dagger haben wir auch noch. Und jetzt, ich muss. Ja, das Sortieren ist echt immer. Das dauert immer am längsten, wenn man die Sachen sortieren muss irgendwie. Das dauert immer eine Weile. So, wie sieht's aus? Hier, die Holzkohle kann mal wieder raus. Denn. Ach, super, sind das genau 8 jetzt. So, ich gehe jetzt nochmal hier runter. Es ist ja jetzt Tag. Kann ich jetzt ein paar Sachen pflanzen. Und ein paar Sachen hier auch erstmal ablegen. Zum Beispiel das Rubber oder. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas hier, was da gerade rein kann? Nee. Dort hier, den Paintbrush, den packen wir mal hier oben rein. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll sonst. Und hier Heu. Und dann packen wir das hier. Haben wir hier noch Kohle drin eigentlich? Ah, wir haben noch Kohle drin. Sehr schön. Dann backen wir uns auch noch ein paar Brötchen. Was haben wir hier drin? Auch noch Kohle. Sehr schön. Aber jetzt erstmal nicht so wichtig. Doch, hier, jetzt haben wir wieder genügend Weizen. Dann zack. Packen wir hier auch rein. So, hier hatte ich auch noch, wollte ich noch was zu essen? Hühnchen. Hühnchen. Ah, meine Nase juckt. Warum juckt meine Nase? Gibt's ja nicht. So, hier kam nichts rein, da kam Eisen rein und hier kam das rein und ja, die Aluminium Nuggets packen wir mal so hin. Dann packen wir hier noch den Aluminium Dust hin. Okay, läuft doch. Habe ich noch was vergessen? Wolle! Wir haben noch Wolle. Das ist natürlich auch schön. Die Wolle, die müssen wir natürlich hier hinpacken. So, und ich werde mich dann auch ja um diese gleich um das andere Zeugs kümmern. So, erstmal gucken, wo wir die Saplings hinpacken. Ich muss erstmal ein paar weitere Birken pflanzen. Denn mit Birken brauchen wir, ja, die Birken brauchen wir für dieses dritte Zeugs da, was wir noch haben, ne? War ja so. Dann könnte ich hier auch noch ein paar Erdbeeren pflanzen. Zack, zack, zack. Und ja, hier noch so hin. So. Und da noch eine oben drauf. Geht noch nicht. Dann packen wir hier eine hin. So, dann haben wir hier unseren kleinen. Blub, 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 blub. Unsere kleine Farm sozusagen. So, hier Kaffeebohnen. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Tomaten brauchen wir jetzt auch nicht. Hier den Amaranth Sapling. Den baue ich jetzt noch irgendwo hin. Wo er wachsen könnte, am besten natürlich auch. Und zwar hier. Wachse. Willow Sapling. Ah nee, nee, Kiwi Saplings. Hier, die Kiwi-Bäume wollte ich doch pflanzen. Noch ein paar. Ich wollte noch ein paar Kiwi-Bäume pflanzen. Irgendwo hier unten, wo es wachsen könnte. Oder hier direkt vorm Eingang. So, ein hier hin. Ein hier hin. Und vielleicht einen hier hin. So, etwa, ne? Damit wir hier so ein bisschen alles verteilt haben. Und dann könnten wir hier auch nochmal einen hinbauen. So, den Rest, den behalten wir erstmal. Der Rest ist erstmal nicht so wichtig. Ich will mich ja jetzt auch noch um das andere Zeugs kümmern. Dafür werde ich jetzt erstmal die Saplings hier ablegen. Die brauche ich ja jetzt nicht. Oh, ja, ist ja doch recht voll hier, ne? Muss man ja so sagen. Jo, packen wir da hin. Irgendwas wollte ich gerade noch holen. Ach ja, genau. Ich weiß schon. Ich weiß schon. Wo sind denn da die Mandrake Roots? Die brauchen wir jetzt nämlich, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir brauchen nämlich Mutandis. Und damit sollen wir das mutieren können. Das heißt, wir brauchen noch Eier und Knochenmehl und Kaktusgrün. Das heißt Kakteen. Kakteen. Also Eier. Oh, haben wir leider nur 5. Das ist natürlich der Wahnsinn. Kaktusgrün haben wir noch 2. Dann nehme ich mir noch ein paar Kakteen mit. Was war's denn nächste? Was war's noch? Hint of Rebirth. Okay, das haben wir. Wood Ash. Die haben wir oben. Knochenmehl. 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 Wir brauchen Knochenmehl. Wo ist Knochenmehl? Nehmen wir mal Knochenmehl mit. Ein wenig. So. Und wenn das Knochenmehl da ist, dann können wir das auch mixen. Dazu brauchen wir jetzt nur noch oben die Holzasche und dieses Dings, oh, Hint of Rebirth. Haben wir leider nur 2. Woraus machte man das? Aus den
Ah, das macht man aus den Dingsbums Spruce Saplings, ne? Okay, dann haben wir leider nur zwei. Das ist aber auch nicht so wichtig. Das sollte erstmal reichen. Wo kam Kaktus Grün jetzt hin? Ah! Ich glaube, so war's. War es so? Ja, war so. So, Mutandis, haben wir jetzt ein bisschen was. Dann wollen wir doch mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wir werden das einfach mal probieren. Ich schnappe mir jetzt mal ein paar normale Saplings. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier irgendwie hinkriegen. Also so ein paar hiervon, dann so ein paar hiervon. Und die anderen haben wir nicht mehr. So, erstmal schauen. Mining Fatigue. Ach so, wegen diesem Clever hier. So? Nee, okay. So schon mal nicht. So also schon mal nicht. Gut, dann probieren wir es anders. Gehen wir mal raus. So. Oh, Kiwi-Baum ist gewachsen. Cool. Nice. Oh, noch ein Kiwi-Baum ist gewachsen. Ja, die ganzen Kiwi-Bäume, die wachsen ja hier wie schon, die sprießen ja schon wie sonst was. So, ich muss mal auf ein kleines Experimentierfeld. Dafür sollte ich mal fliegen. Ich bastel mir jetzt ein kleines Experimentierfeld. So, ab die Post. Fliegen wir mal hier runter. Also, was haben wir hier? Hier mal erstmal einen ganz normale Oak Leaves. Okay. Bauen wir hier mal einen hin. Okay, das ist ein Mushroom. Das ist jetzt nicht so das Highlight. Probieren wir es mal mit einem Spruce Sapling. Okay, das ist eine Rose. Moment, kommt da immer dasselbe raus? Da kommt immer dasselbe raus. Okay, das ist natürlich nicht sehr schön. Hä? Nee, jetzt kommt ein Spruce Sapling raus. Ach, cool. Okay. Gut, also wir brauchen nur genug von diesem Mutandis und ein bisschen Durchhaltevermögen. Jungle Sapling. Ah, nee. Ah, ein Hawthorn Sapling. Das ist schon mal einer, den wir, glaube ich, brauchen. Deadbush, nein. Haha, ein Rowan Sapling. Sehr schön. Ember Moss. Okay. Fern, natürlich. Natürlich Fern. Spanish Moss. Ist klar. Ja, nicht eine Blume. Aber einen Rowan Sapling haben wir immerhin schon. Aua, 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 aua. Aua. Okay. Ja. Ah, ich will kein Spanish Moss. So, und der letzte. Komm, noch ein Rowan Sapling. Krass. Okay, aber wir haben einen Rowan Sapling. Das ist ja schon mal ein Anfang. Den werden wir gleich hier irgendwo anbauen. Hier unten am besten. Und ich habe auch noch Knochenmehl. Dann kann ich den gleich wachsen lassen. So, und den hier, den Harbor Sapling, den lassen wir auch gleich da anbauen. So, und Knochenmehl. Wo ist mein Knochenmehl? Wir haben noch Tomato Seeds. Wollen wir die noch her? Die haben wir, glaube ich, gerade gekriegt, ne? So, erstmal hier drumrum alles weg. Oh, Reis. Oh, Reispflanze. Nehmen wir noch. So, Wachsebaum. Wachse! Woo! Er ist gewachsen. Rowan Leaves. Ah, cool. Jetzt geht's mir doch gut. Jetzt geht's mir doch gut. Und hier kommen jetzt ganz viele Rowan Saplings raus, ne? Hoffe ich doch. Da, Rowan Saplings. Oh, und Rowan. Hier, guckt euch das an. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Herrlich. Herrlich. Meine Mühen haben sich gelohnt. Oh, und auch hier so ein fetter Baum rausgewachsen. Cool. Der Hawthorn-Holz. Hawthorn-Baum hier. Hawthorn-Wood. So, hier war auch irgendwo auch noch so ein Querding, ne? Ja, da. Da unten. So. Gucken wir mal. Was haben wir an Holz vergessen? Hier gibt es irgendwo noch Holz. Irgendwo ist da noch Holz drin. Irgendwo noch Holz. Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Zeig mir Holz. Holz? Ah, da war noch so ein Hawthorn-Sapling. Cool, aber hier das Experimentierfeld ist auf jeden Fall eröffnet. Hä? Wo ist der? Ah, da ist noch Holz. So. Das reicht jetzt für das hier. Ah, es reicht für alles. Okay. Blub, 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 blub. Blub, 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 blub. Was haben wir noch vergessen? Ah, Holz haben wir noch vergessen. So, ja, sehr nett. Sehr, sehr nett.
Damit haben wir jetzt ein paar Roan-Saplings und ein paar Hawthorn-Saplings. Und die können wir dann bestimmt auch in der kleinen Runde da machen. So, bauen wir hier ein paar Roan-Saplings erstmal an. Da noch einen und hier noch einen und hier noch einen. Lassen wir hier alles abfarmen und dann hier ein Hawthorn und hier ein Hawthorn und hier ein Hawthorn und hier ein Hawthorn und da auch und hier auch und hier auch und hier auch und dann erstmal ein Brot essen. So, sehr schön. Können wir noch hier ein Spruce Sapling oder ach komm, wir bauen hier ein Jungle Wood, einen Dschungelbaum bauen wir hier auch noch hin. Ha, ist doch herrlich, ist doch herrlich. Und damit ist die Folge auch vorbei. Ja, ist natürlich da nicht ganz so herrlich, wenn die Folge auch noch vorbei ist, aber auch ich meine, ne? Ist doch ganz nett. So, ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Beim nächsten Mal, wenn wir dann vermutlich die Bäume ernten und vielleicht das Feld nochmal ein bisschen beackern und dann hier weitermachen, was die ganze Magie angeht. Bis dahin, wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.